Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es mit der Zeit hässliche Flecken auf dem Spannteppich gegeben hat, abgelaufene Stellen zum Vorschein kommen oder wenn das Büsi die Krallen ein bisschen zu fest gewetzt hat, dann ist wieder mal ein Besuch in Ihrem nächsten Coop-Bau- und Hobbymarkt fällig. Je nach Bedürfnis, persönlicher Vorliebe und Preisvorstellungen können Sie dort verschiedene pflegeleichte Bodenbeläge aus natürlichen Rohstoffen zum selber Verlegen auswählen. Für besonders starke Beanspruchung in allen Bereichen und überall dort, wo es bewegt, zu und her geht, bringen unsere verschiedenen Laminatböden, lebige Dekor und frischen Wind in Ihre vier Wände. Auch hochwertige Parkettböden sind einfach zum selber verlegen und sorgen für ein gesundes Raumklima. Je nach Qualität kann man es auch abschleifen und neu versiegeln. Die fusswarmen Naturprodukte aus Eichen, Buchen oder Ahorn haben darum eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Eine Investition also, die sich lohnt. Und so wird es gemacht. Verlegeanleitung sorgfältig lesen, das Werkzeug parat legen und schon kann es losgehen. Ganz so schnell wie hier in dem Film geht es in der Praxis natürlich nicht. Aber mit der Verlegeanleitung, die zu jedem Kauf mitgeliefert wird, und dem Demo-Video, das Sie in Ihrem Coop-Bau- und Hobbymarkt auslehnen können, werden Sie bald viel Freude an Ihrem selber verlegten Boden haben. Auch selber kochen macht Freude, vorausgesetzt natürlich, man hat das richtige Rezept. Und das wäre heute ein zünftiger Appenzeller Käsefladen. Grüezi miteinander! Weiss- oder Halbweissmehl und Salz in einer Schüssel mischen. Hefe mit wenig Zucker flüssig rühren, zum Mehl geben, Wasser zufügen und alles zu einem festen Teig verarbeiten. Ein paar Minuten kräftig kneten und zudeckt an einem warmen Ort während einer Stunde ums Doppelte aufgehen. Für eine Belage Zwiebeln in feine Streifen schneiden, Appenzeller mit der Röstli-Raffel reiben. Für einen Guss Mehl mit Milch glatt rühren, Rahm und Eier dazugeben und mit Salz, einer Prise Anis und Koriander würzen und alles gut vermischen. In 30 Jahren haben sich Davidoff Swiss Indoors zu einem der bedeutendsten Hallentennisturniere der Welt entwickelt. Coop gratuliert zu dem Jubiläum und lädt Sie ein zur Wahl vom Tennis Player of the History. Sie entscheidet, welcher von den 12 grössten Tenniscracks gewählt wird und am 10. Oktober, am Finalsonntag der Davidoff Swiss Indoors, der Gewinnerin oder dem Gewinner von unserem Wettbewerb den Hauptpreis übergibt. Wer bei der dritten Runde mitgemacht hat, kann auch heute wieder 2 von 800 Eintrittskarten gewinnen, die insgesamt verlost werden. Das mal offeriert von Sipuro Badreiniger, Goldstar Backofenfrit, Pantene Color Shampoo, Swiss Alpina Mineralwasser und Take It, der frische Snack zum Mitnehmen. Und damit zum grossen Jubiläumstreffer, einem Mercedes-Benz C180 Sport im Wert von mehr als 50'000 Franken. Sie sehen, mitmachen lohnt sich. Vielleicht sind Sie schon bald glückliche Besitzerin oder glücklicher Besitzer von diesem tollen Wagen. Zuerst geht es jetzt bei uns aber weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts. Bitte, Armin. Der Teig, der inzwischen schön aufgegangen ist, rund ausrollen, aufs Blech legen und den Rand etwa 2 cm aufziehen. Den Boden gut einstechen, dann Zwiebeln und den Käse darauf verteilen und den Guss drüber gießen. Jetzt den Fladen im unteren Drittel vom vorgeheizten Ofen 40 bis 50 Minuten backen und noch warm zusammen mit einem Salat servieren. Das Rezept steht auch diese Woche wieder in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Weiter geht's jetzt mit ein paar besonders interessanten Aktionsangeboten, die Sie diese Woche nicht verpassen sollten. Ein Kilo einheimische Elstar-Äpfel kostet 2,40. Geschälte Napoli-Tomaten im 6er-Pack kommen Sie über für 3,60. Mit der GoProfit-Karte gibt es Galbani-Mozzarella für 2,50. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.